Sogar im Alten Testament kommt das schon vor, mit Hinweise auf Jesus, kann man sagen. Ja, lasst uns Menschen machen. Ja, das, da gehen wir schon jetzt mal gerade drauf ein. Komm, leg mal los, weiter. Das ja, steht eben, ja, ne? 1. Mose 1. Eben, dass eigentlich Gott sagt, und das ist ja die Schwierigkeit mit der Dreieinigkeit, wie erklärt man das jetzt? Ja. Gott ist eins und doch eben drei. Mhm. Und da in 1. Mose Kapitel 1, Vers 12 oder so, ich bin mir nicht sicher, lasst uns Menschen machen, wo wir diese Mehrzahl sehen. Auch später bei oder vor Sodom und Gomorra, lasst uns hinabsteigen, lesen wir auch immer wieder, wo wir schon diese Mehrzahl der Personen eigentlich sehen, wo wir sehen, Jesus, dann eben, wenn man dann die ganze Bibel liest, im Zusammenhang mit Kolosser 1, dass Christus eben der Schöpfer ist. Gott hat in Christus alles geschaffen. Ja.